Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Als erster Redner muss ich natürlich erklären, warum wir hier sitzen. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung hat am letzten Mittwoch eine Umfrage vorgestellt. Die Stimmen, meine Damen und Herren, wurden immer lauter und die Beschwerden, die wurden immer mehr. Denn Lehrer haben einen Anspruch an sich selbst. Und wenn dieser Anspruch nicht mehr erfüllt werden kann, dann kriegen wir in der Politik Post. Und die Zuschriften, die gab es schon immer. Aber eins müssen wir konstatieren, die Zuschriften aus den Grundschulen, die werden immer verzweifelter. Und der Verband Bildung und Erziehung unterfüttert das Ganze jetzt mit Zahlen. Die Ursachen für die immer schlechtere Lage der Grundschulen sind die Inklusion. Wer sagt, dass er kein Kind zurücklassen will, aber es dann zulässt, dass inklusive Klassen ohne Sonderpädagogen auskommen müssen. Wer einen Klassenfrequenzrichtwert, also die Verbindung, wie viele Schüler von einem Lehrer unterrichtet werden, von 23 festlegt, dann aber der reale Wert irgendwo bei 24,5 laut VWE-Umfrage liegt, das ist am Ende aller Bundesländer, der muss sich fragen, welcher einzelne Lehrer, der ohne Kollege auskommen oder Kollegin auskommen muss, wer soll da inklusiv fördern? Meine Damen und Herren, an den Grundschulen fehlen die Mittel, an den Grundschulen fehlen die Lehrer. Ein zweiter Punkt ist die individuelle Förderung. Auch das finden wir wie die Inklusion eigentlich gut, das wollen wir haben. Aber wir können nicht jeden Schüler fördern, wenn es nicht mehr Lehrer gibt. Welcher Lehrer soll sich um 24 Schüler einzeln kümmern? Wer die individuelle Förderung propagiert, der muss für das Personal sorgen, und wir haben zu wenig Lehrer an den Grundschulen. Die Integration ist eine wichtige Aufgabe. Und Frau Lörmann, da kann ich Sie loben, ich muss Sie sogar loben, da haben Sie schnell reagiert. Als die geflüchteten Kinder kamen, haben Sie Geld in die Hand genommen, Sie haben neue Lehrer eingestellt. Das Problem ist, damit haben Sie nur den Status quo erhalten für die Grundschulen. Das ist nicht nice to have, das ist kein Mehrwert, sondern da bleiben wir da stehen, wo wir sind. Und wenn es vorher schlecht war und ich die Situation erhalte, ist es hinterher immer noch schlecht. Auch hier müssen wir konstatieren, es sind immer noch zu wenig Lehrer. Viertens, die Erziehungsaufgaben werden mehr in der Grundschule, in Verbindung mit dem Ausbau des Ganztags. Und vielleicht ist das sogar okay so. Vielleicht ist das sogar einfach so, wenn die Schüler länger in der Schule sind, eine längere Zeit des Tages in der Schule sind, dann muss die Schule mehr Erziehungsaufgaben übernehmen. Alles gut. Aber warum trennen wir dann im Ganztag Schule und Nachmittagsbetreuung von Erziehern? Warum holen wir nicht die Erzieher in die Schule? Warum verknüpfen wir nicht Schulunterricht und Freizeit, in der auch erzogen werden kann? Warum nehmen wir nicht mehr Sozialpädagogen in die Schule? Alles Forderungen, die hier gestellt wurden, wurde alles nicht umgesetzt. Auch da zu wenig Mittel, zu wenig Personal. Und was noch obendrauf kommt, last but not least, die digitale Revolution. Die Jobs von morgen haben nichts mehr mit der Ausbildung von heute zu tun. Das sage nicht ich, das hat Minister Dün am letzten Wochenende in einem Interview gesagt. Die Grundlage für die Jobs von morgen werden aber in der Grundschule gelegt. Die heißt übrigens deswegen so. Das ist eine zusätzliche Belastung, die in die Grundschulen kommen wird. Die ist noch gar nicht abzusehen. Und über die haben wir hier noch gar nicht in dieser Form geredet. Meine Damen und Herren, das Bildungssystem steht Kopf. Oben in der Oberstufe ist das Verhältnis Lehrer-Schüler besser. Es wird mehr Geld pro Schüler investiert. Unten, wo die Grundlage gelegt wird, da sparen wir und da wird nicht angepasst. Anders als zum Beispiel im gelobten Land, in Anführungszeichen, Skandinavien. Wenn man vergleicht, auch da die Tabelle Geld pro Schüler, das in die Hand genommen wird, auch da Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich ganz weit unten, ganz weit abgeschlagen. Das hat historische Gründe, das will ich nicht verhehlen. Aber wer es 70 Jahre nach Gründung dieses Landes nicht schafft, der Primarstufe die entsprechende Wichtigkeit beizumessen, meine Damen und Herren, da müssen wir uns fragen, sind wir mit dieser Landesregierung, sind wir mit diesen Konzepten wirklich vorne dran? Und ja, Sie haben den Klassenfrequenzrichtwert gesenkt. Und ja, Sie haben die Leitungszeiten erhöht in den Grundschulen, um Schulleiter zu finden. Aber, meine Damen und Herren, das hat doch alles die Probleme nicht gelöst. Grundschullehrer sind an der Belastungsgrenze. Und wir sprechen immer wieder als Politiker vor Ort
den Lehrerinnen und Lehrern unsere Anerkennung aus. Aber so langsam sind wir verzweifelt, weil die gucken uns an und sagen, ihr Politiker, ihr seid doch schuld. Und was sollen wir denn tun, wenn die Landesregierung da nicht hilft und wenn die Landesregierung da untätig bleibt? Eine Grundschule, das ist Grundbildung, ich habe es gerade schon mal gesagt, da werden Grundlagen gelegt. Das begründet die Bildungslaufbahn. Also ich glaube, besser kann man den Zusammenhang nicht darstellen, als einfach diese Worte immer im Zusammenhang auch zu sagen. Und wem das nicht finanzierbar erscheint, der lebt im Heute. Eine Landesregierung aber, die sollte in die Zukunft blicken, die sollte im Morgen leben und nicht nur bis zur nächsten Wahl. Gerade wenn es um die Grundschüler geht, die haben halt noch Jahre der Schulbildung vor sich, da darf man nicht in Fünfjahresturnus denken. Und wir wissen auch, was Sie gleich erzählen. Meine Kollegin Pieper würde sagen, geschenkt. Ja, Sie haben 3,5 Milliarden in die Bildung gesteckt in den letzten Jahren. Zusätzlich in die Bildung gesteckt. Mensch, wie toll Sie doch sind. Mensch, wie toll Sie doch sind. Aber das hat eben alles nur den Status quo erhalten, weil wir zusätzliche Belastungen hatten. Die haben Sie aufgefangen. Da gebe ich Ihnen, wie gesagt, das Lob. Aber Sie schaffen es eben nicht, die Grundschule besser zu stellen. Und die Opposition wird sagen, jawohl, wir müssen jetzt, ich weiß auch gar nicht, warum Sie die Aktuelle Stunde beantragt haben, Herr Laschet, Herr Lindner, Sie sagen jetzt, ja, wir müssen was für die Grundschule tun. Sie stellen sich hier hin, sagen, na gut, jetzt, die Grundschulen dürfen nicht mehr Stiefkinder sein. In den letzten Haushaltsverhandlungen haben wir gelesen, wir müssen bei den Lehrern Stellen einsparen. Da weiß ich auch nicht, wie das zusammengeht. Am Ende ist eine Grundschule, die so ist, wie sie sein soll, vor allen Dingen eins, sie ist teurer. Und wir, und das, meine Damen und Herren, halte ich für den wirklichen Skandal, wir sind als kleinste Fraktion hier die Einzigen, die sagen, Bildung ist so wichtig, da dürfen wir nicht sparen. Bildung muss aus der Schuldenbremse raus. Für Bildung muss Geld in die Hand genommen werden. Und jedes Mal, wenn wir uns die realen Zahlen angucken, was Sie machen, dann heißt es sparen, sparen, sparen. Meine Damen und Herren, Bildung ist das wichtigste Gut, das wir hier im Land Nordrhein-Westfalen beeinflussen können. Und ich möchte frei nach Rio Reiser enden. Wann, wenn ich jetzt und wo, wenn ich hier, wie ohne Bildung und wer, wenn ich wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.